Du hörst die Advent-Spezialausgabe des Be Active Podcast. Ich bin deine Gastgeberin Beatrice Strach. 24 Tage lang gebe ich dir gemeinsam mit der Ernährungswissenschaftlerin und Diätologin Daniela Mohle Tipps und Impulse aus den Bereichen Fitness, Ernährung und Mentaltraining und bringe dich fit und gesund durch die Adventszeit. Hallo, herzlich willkommen zum 12. Adventkalenderfensterl. Letztes Mal, am 10. Dezember, habe ich von Meal Prep und Meal Planning gesprochen. Und heute möchte ich dort anknüpfen. Wenn du beim 10. Adventkalenderfensterl mit dabei warst, dann erinnerst du dich ganz bestimmt noch. Falls nicht, dann kurz zur Wiederholung. Meal Planning, also Essensplanung, da geht es um die Frage, was esse ich heute oder morgen? Da geht es ums Vorausplanen von ein paar Tagen oder vielleicht sogar deiner ganzen Woche. Bei Meal Prep, also Essensvorbereitung, da geht es um den praktischen Teil. Das heißt wirklich ums Tun, ums Einkaufen, Vorbereiten, Herrichten oder Vorkochen. Und heute habe ich dir eine Meal Prep-Idee mitgebracht, die sich übrigens auch super zum Mitnehmen eignet. Getreidesalate. Getreidesalate sind einfach, wirklich toll vorzubereiten. Du kannst sie gut lagern, ein paar Tage aufheben im Kühlschrank. Du kannst sie mega abwechslungsreich gestalten und sie sind noch dazu sehr ausgewogen und gesund. Du brauchst eigentlich nur drei Komponenten miteinander kombinieren. Erstens Getreide oder Pseudogetreide, die sogenannten Smart Carbs, wie ich gerne sage, das heißt Vollkorn-Couscous, Bulgur, Hirse, Quinoa, Buchweizen, Vollkornreis, Grünkern oder Vollkornnudeln. Zweite Komponente ist das Gemüse. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt, auch dem Geschmack nicht. Ja? Alles, was du gerne hast, Karotten, Tomaten, frisch oder getrocknet, Gurken, Paprika, Radieschen, Mais, Oliven, Avocado, Zwiebel, Frühlingszwiebel, Stangensellerie, Kapern, Rotkraut, Chinakohl und so weiter und so fort. Und die dritte Komponente ist dann die Eiweißquelle. Das wäre zum Beispiel Feta-Käse, Mozzarella, Hartkäse, Kichererbsen, Kidneybohnen, Linsen, Erbsen, Thunfisch Natur aus der Dose, ein hartgekochtes Ei oder Hummus. Also diese drei Komponenten, Getreide bzw. Pseudogetreide, Gemüse und die Eiweißquelle. Diese drei kombinierst du miteinander und dann kannst du das Ganze noch ein bisschen verfeinern mit verschiedenem Topping. Kräuter zum Beispiel, frisch getrocknet oder Tiefkühlkräuter. Basilikum passt gut, Petersilie, Schnittlauch, Thymian, Oregano. Dann diverse Samen oder Kerne, wie zum Beispiel Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne, Sesam, Wal, Hasel oder Erdnüsse, ganz oder gehackt, Pinienkerne oder Mandelstifte. Alle diese Samen und Kerne kann man auch ein bisschen trocken in der Pfanne anrösten, ganz vorsichtig, dann schmecken sie auch wieder etwas anders. Und dann natürlich fehlt noch das Dressing. Da kannst du Oliven-Balsamico-Dressing machen, Kernöl-Apfelessig-Dressing, du kannst Walnussöl mit Zitronensaft mischen, Joghurt mit Zitronensaft etc. etc. Es ist wirklich, ja, beim Kombinieren sind deiner Fantasie gar keine Grenzen gesetzt. Erlaubt es einfach, was dir schmeckt und was du gerade zu Hause hast. Und wenn du von deiner Idee jetzt begeistert bist und sagst, ja, das probiere ich aus, das ist wirklich toll, wie gehst du es dann am besten an? Mein Meal Prep Tipp Nummer 1 ist beim Einkaufen, schau, dass du immer 5 Lebensmittelgruppen zu Hause hast. Nummer 1, 2 oder 3 deiner Lieblings-Smart Carbs. Also das heißt, irgendwelche Getreidearten, die du gerne isst, Bulgur, Hirse, Quinoa, Buchweizen, wie vorher erwähnt,
Vollkorn-Couscous ist wirklich ein ganz heißer Tipp, weil der ist in wenig Minuten fertig. Den brauchst du wirklich nur mit heißem Wasser übergießen, ein paar Minuten stehen lassen und fertig. Zweite Gruppe, die du immer zu Hause haben sollst, 2 bis 3 Gemüsesorten. Tiefkühlgemüse oder frisches Gemüse, Karotten, Paprika, Mais, Oliven, rote Zwiebel oder getrocknete Tomaten. Komponenten Nummer 3, 2 bis 3 Eiweißquellen. Also schau, dass du immer Feta oder Hartkäse, Kichererbsen, Bohnen oder Linsen in Glas oder Dose zu Hause hast oder eine Dose Thunfisch oder ein Hummus im Kühlschrank. Viertens Kräuter, Tiefkühlkräuter oder getrocknete. Dann auch verschiedene genannte Samen oder Kerne, also Sonnenblumenkerne oder Sesam, Pinienkerne, Mandelstifte, Erdnüsse, was du da eben gerne hast. Und als fünftes Essig, Zitronen und einige hochwertige Pflanzenöle, also Walnussöl, Olivenöl, möglichst auch kalt gepresst. Wenn du diese 5 Sachen dir einkaufst, diese 5 Sachen dir auf Lager legst, bist du schon mal gut dabei. Meal Prep Tipp Nummer 2, vorkochen. Koch immer schon Getreide vor und lagere es im Kühlschrank. Also stell einfach, wenn du zu Hause zum Beispiel im Homeoffice bist oder am Wochenende kurz Zeit hast und ein paar Stunden zu Hause bist, stell einfach einen Topf auf mit Vollkornreis oder mit Couscous. Also mach dir gleich einen Couscous fertig oder auch Buchweizen, Grünkern, was da einfach schmeckt. Und wenn es fertig gekocht ist, gleich in den Kühlschrank geben. Das hält sich dann da wirklich ein paar Tage und du kannst so immer deinen Salat zaubern. Meal Prep Tipp Nummer 3, vorschneiden. Wenn du ohnehin gerade beim Kochen bist und gerade 10 Minuten noch Zeit hast, dann putz oder schäl oder schneid gleich mehr Gemüse und gib es in den Kühlschrank. Du kannst gleich ein bisschen Zwiebel vorschälen, eine Karotte klein schneiden, Paprika gleich putzen, damit du dann, wenn du deinen Salat machen möchtest, oder zum Kochen anfängst, dass du dann da einfach dir diese Zeit schon sparen kannst. Ja, und deine fertig gemischten Salate, die kannst du wirklich bedenkenlos 2 bis 3 Tage im Kühlschrank lagern. Und sie schmecken am zweiten Tag erfahrungsgemäß sogar noch viel besser, weil dann die Aromen richtig gut durchgezogen sind. Und du kannst sie auch kurz aufwärmen, wenn du jetzt gerade mal Lust auf eine warme Mahlzeit hast. Gut, ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Meal Preppen, herumprobieren und genießen. Und wenn du möchtest, dann hören wir uns übermorgen wieder. Einstweilen alles Liebe, deine Daniela.